Die derzeitige Corona-Situation ist nach Einschätzung und Dafürhalten der Bundesregierung und ihrer Experten durchaus besorgniserregend. Es wird überlegt, die diversen Maßnahmen des Maßnahmenkataloges, der im Prinzip schon steht, Gültigkeit hat und in Form eines Fünf-Stufen-Planes gestaltet wurde, es wird überlegt, diese Maßnahmen weiter zu verschärfen bzw. in ihrem Ablauf vorzuziehen und auch zu vereinheitlichen. Denn bei diesem Stufenplan ist eine regionale Ausgestaltung und Maßnahmenhandhabung vorgesehen und das bedeutet, dass ein allfälliger Maßnahmenfleckerlteppich für ganz Österreich ein Resultat sein könnte. Eine Vereinheitlichung, die wird jedoch von der Politik, aber auch von den Experten gefordert. Daher findet Freitagabend hier im Bundeskanzleramt eine entsprechende Konferenz der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten statt, bei der eben über die Verschärfung dieser Maßnahmen diskutiert werden soll und auch eine entsprechende Entscheidung getroffen werden soll. Derzeit befinden wir uns in Österreich auf der Stufe 2, was die Intensivbettenauslastung betrifft. Jedoch der Gesundheitsminister Mückstein, der möchte die Stufe 3 im Rahmen dieser Konferenz fix machen. Und das bedeutet, dass überall dort, wo bislang 3G gegolten hat, 2,5G gelten wird. Das bedeutet geimpft, genesen oder aber einen PCR-Test, Antigentest sind hier nicht mehr zulässig. FFP2-Maskenpflicht für den Handel wird ebenfalls angedacht und ist eine durchaus zu erwartende Maßnahme. Eine Maßnahme, die in Wien bereits seit einigen Monaten Gültigkeit hat. Über die Stufe 4 des Stufenplanes wird ebenfalls diskutiert, auch hier könnte es ein Vorziehen geben. Das wird jedoch von einigen Bundesländern abgelehnt, von anderen gefordert. Die westlichen Bundesländer fordern eher diese Maßnahmen, da man natürlich um die touristische Wintersaison fürchtet. Es könnte aber durchaus sein, dass eine 2G-Regelung für Veranstaltungen bzw. für den Freizeitbereich heute im Bundeskanzleramt beschlossen wird. Nach OE24-Infos dürfte es das wahrscheinlichste Szenario sein, dass 2G österreichweit für die Kulturbranche, für die Fitnesscenter, aber auch für die körpernahen Dienstleister kommen wird. Der heftigste Diskussionspunkt, das wird ganz bestimmt 2G für die Gastronomie. Auch das wird überlegt.